Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meiner zweiten Folge Apex Legends Season 2 XXL Pack Opening. Wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, kann sich gerne mal so ein bisschen auf meinem Kanal umsehen. Ansonsten verlinke ich euch den zweiten Teil gerne auch hier drin. Ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil. Lasst gerne ein paar Kommentare da und nach dem Intro geht's direkt los. Where's my money, bitch? Wir starten direkt ohne großes Gelaber, feuerfrei. In der ersten Runde hatte ich ja leider nicht so viel Glück. Ich hatte zwar ein bisschen was Episches dabei, beziehungsweise Legendäres, was aber nicht so für mich war. Oh, das Gold, das glänzt es gülden. Komm. Ein RE45 Skin, Leco Mio, sehr, sehr geil. Gefrierpunkt, den finde ich sowas von ultra nice. Ich mache den jetzt aber natürlich noch nicht rein, denn wenn ihr das seht, habe ich schon einmal wieder gestreamt und da möchte ich natürlich nicht zeigen, dass ich neue Skins habe. Sehr schön, da freue ich mich drüber. Die RE45 ist eine geile Waffe. War vor kurzem erst im Store eine Exklusivvariante dabei, die auch sehr schick ist. Oh, sehr schön. Wie viel ist denn das? 200. Sehr, sehr nice. Könnte ich mir jetzt quasi schon einen epischen Skin selber, einen legendären, ich verwechsel es jedes Mal, einen legendären Skin selber zusammenbasteln. Ich glaube, ich habe jetzt genug Material zusammen. Oh, oh, oh. Komm, bitte. Oh, bitte nicht die Prowler. Warum? Aber, oh Gott. Alter, ist der geil. Ich betone das auch nochmal für die, die das nicht wissen. Ich habe mir noch nie sämtliche Skins vorher mal im Store reingezogen. Beziehungsweise in der Liste. Weil ich mich immer überraschen lassen will, was es eigentlich so für Skins gibt. Der ist schön. Ich spiele die Prowler halt mittlerweile nicht mehr ganz so häufig, weil es echt anstrengend ist, jedes Mal nach dem Feuer-Receiving-Mod zu suchen. Ich kann nur so mit der umgehen. Aber der ist... Oh, jetzt habe ich den ja ausgerüstet. Das muss ich erstmal wieder rückgängig machen. Zweimal selten. Nach noch ein Prowler-Mod. Okay. Nicht weiter interessant. Haben wir noch einen Watson-Skin? Naja, okay. Nö. Gefällt mir auch hier der Standard-Skin deutlich besser. So, 30 Packs haben wir noch. Also mindestens ein legendäres wird noch drin sein. Oh, da haben wir doch schon wieder was. Waffe, Waffe. Wieder der Mirage. Wissen die, dass das eine absolute Hasslegende für mich ist? Oh, da könnte ich jetzt richtig brechen. Nochmal, ich will nicht undankbar klingen, aber ich... Warum muss sowas legendär sein? Das ist echt schade. Lifeline, Bloodhound, Pathfinder, sowas wäre schön. Irgendwie so. Von mir aus auch Watson.
Ich habe die Proloid erstaunlich oft dabei. Oh, der Skin sieht, also dafür, dass das selten ist, sieht das eigentlich geil aus. Orange-Schwarz, mega geile Kombi, ohne Scheiß. Oh, noch mal was Episches. Okay, das sieht gar nicht mal so blöd aus. Ja. Oh, so weit rausgegangen. So, noch 16 Packs, komm schon. Ich möchte irgendeine geile Waffen, einen geilen Waffenskin haben. Für die Flatline zum Beispiel würde ich mich... Oh, sehr drüber freuen. Diesen Skin habe ich auch für den Pathfinder. Da kriegst du ja epileptische Anfälle. Okay. Sieht aber nice aus. Noch etwas Episches. Herstellungsmaterial nochmal 200 kann man mitnehmen. Also jetzt sollte ich wirklich genug da haben, um mir einen Skin meiner Wahl auszusuchen. Ach komm, ein legendäres ist bestimmt noch dabei. Komm, eins. Für irgendeine geile Waffe. Los. Schade. Oh, da haben wir doch noch was. Oh, jawohl, mein erster legendärer Pathfinder-Skin. Na, das gefällt mir doch. Sehr geil. Ich muss echt sagen, das sieht so fucking wuchtig aus. Ohne Scheiß. Das ist mein Standard-Skin bis jetzt. Oh, jetzt habe ich ihn. Ich wollte ihn gar nicht ausrüsten. Muss ich nochmal rückgängig machen. Der gefällt mir richtig geil. Ihr könnt euch gerne mal in den Kommentaren auslassen, wie ihr die Skins so findet, die ich bis jetzt gezogen habe. Ja, bis jetzt hatte ich nicht so viel Skin, bis auf Glück. Aber der... Oh. Die Mosambik, mein erster halbwegs vernünftiger Skin für die Mosambik. Ich meine, man bettelt eigentlich nicht um einen Skin für die Mosambik. Sind wir mal ehrlich. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so von dem, was ich bis jetzt gezogen habe, haltet. Ich habe mir ein bisschen mehr Glück erhofft. Oh, das freut mich. Elster. Dieser Skin passt perfekt zur Elster. Weil die, ja, so eine roten Plasmakugeln feuert, passt die Farbe perfekt zur Elster, ohne Scheiß. So, noch drei Skins, dann sind wir mit dem Pack-Opening leider schon am Ende. Und ich hätte echt gehofft, dass ich ein bisschen mehr dabei habe, was meine Standardwaffen betrifft. Aber, mein Gott, man kann ja nicht immer Glück haben. So, letztes Pack, komm! Scheiße. Naja, noch was Episches ist noch dabei. Okay, was ist da? Das ist die Wingman. Okay, den Wingman-Skin finde ich eigentlich auch sehr geil. So ein bisschen Matrix-Style.
Das war leider schon das letzte Pack. Ruckzuck sind 90 Packs geöffnet. Ich hoffe, dass euch das Pack-Opening gefallen hat. Es wird sicherlich nicht das letzte sein in Season 2. Ich schaue mal, wenn vielleicht die ein oder andere Donation nochmal reinkommt, werde ich das definitiv für Pack-Openings verwenden, so wie es Patrick Schlegel gemacht hat, der mir einfach mal 50 Euro letzten Monat rausgeknallt hat. Das fand ich mega nice von ihm. Lasst dem Video bitte gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Es gibt von mir regelmäßig Infovideos und Livestreams. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.